Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe erstmal, dass ihr kein Hahn im Hintergrund hört oder unser Nachbar-Bungalow irgendwie schreien hört. Man hört hier immer sehr viel, aber ja, ich denke mal, für den Podcast soll es angenehmer sein, als wenn ihr es auf YouTube schaut, denn die Mikros hört ihr nur im Podcast. Genau, also erstmal. Die Welten hier einfach so süß. Wir sind jetzt bei unserer dritten Unterkunft und hier sind einfach so Hundewelten. Das sind aus wie Labrador-Welten. Die sind vielleicht, ich würde sagen, wir hatten ja auch mal Welten, ich würde sagen, vielleicht so 3-4 Wochen alt, fangen gerade an zu laufen so und wirklich und quieken noch so. Man denkt, das sind irgendwie Affen, aber einfach vom Geräusch so. Aber wie solche Meerschweine irgendwie. Ja, aber wirklich so süß. Wie der liebt zu knuddeln und wir wollen ein bisschen trotzdem Abstand zu den Tieren halten, weil you never know, girl. Also, die können ja alles haben im Endeffekt und so. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so. Ich auch nicht. Aber ich meine, es geht hier trotzdem um Leben und Tod manchmal. Ja, gut. Ja. Ja, also, ich sag mal, wenn ein Hund Tollwut hat und ich beiß, dann keine Ahnung. So, weißt du? Ich glaube, es sind die kleinen süßen Babywelten, Tollwut haben, ja. Ja, oder die speisen. Also, ja. Gut, beißen als Welpe doch kann sein. Ob die Zähne haben? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, als wir fünfte Klasse, random jetzt hier, als wir in der fünften Klasse waren, da waren wir so 10, 11, da hat uns damalige Hündin, also jetzt nicht Maya, sondern die Hündin davor, die wir hatten, Lissi, Welpen bekommen und es war einfach so, es war wirklich so eine geile Zeit, eigentlich so die geilste Zeit in meinem Leben gefühlt, übertrieben jetzt, aber es war wirklich so schön und wir hatten es auch bei Maya schon mehrfach versucht, aber irgendwie hat es nie geklappt, aber es ist auch okay so, dann soll es wohl so sein und ja, aber es ist eine sehr schöne Erfahrung, also wenn man sowas im Kopf hat und die Möglichkeit dazu hat und die Zeit auch dazu hat und den Platz, weil ich weiß noch, der Papa hat damals so die Garage dann freigeräumt, dann muss man natürlich dann, ich sag mal, so einen Kasten bauen oder so, ich sag mal, die Wände oder alle gefährlichen Gegenstände so ab mit Holz irgendwie so, dass die Welpen dann rankommen und dann eine Wärmelampe und was auch immer. Ich glaube, bei uns war es im Mai, aber trotzdem ist ja noch ein bisschen frisch immer so und in der Garage war es immer kalt. Und es war so geil, die Zeit. Ja, ja. Okay. Ich meine, wir hatten zwar nur 3 Welpen, also es sind 5 geboren, aber 2 kamen zu spät, die waren zu lange im Geburtskanal und sind dann direkt tot auf die Welt gegangen. Aber ja, drei Weltmarken und wirklich Leute. Ich glaube, wenn man so, also als wir Maya, drei ging ja noch so. Als Maya ist ein Golden Retriever, für die uns nicht auf Instagram folgen, was ihr an dieser Stelle auf jeden Fall tun solltet, dann seht ihr ein bisschen Maya mal. Also wir ballern jetzt kein Hunde-Content, aber wenn Maya mal da ist, dann, ja, dann kommt schon die eine oder andere Story von der Süßen. Und ja, Maya, die war im Wurf von 8 oder von 10 Welpen und die Züchter hatten 2, also ich glaube es waren 18 Welpen auf einmal. Es waren nur noch 3 da, als wir die Wahl hatten. Ich weiß noch, es war eine ruhige, die hat geschlafen, als wir da waren, auch so ein bisschen kräftiger so. Dann so eine ganz zierliche, die war sehr, sehr aufgedreht und dann war so eine mittelmäßige. Das war Maya. Da haben wir so, ja, Mittelding, da macht man nichts falsch. Aber Maya ist ja der absolute Wirbelwind und sie ist mittlerweile, sie wird 6. Ich glaube, ist sie nicht? Wann hat sie denn Geburtstag? In Juli? Sie hat am August, glaube ich. In 2 Tagen ist Todestag. Ja. Und dann hat Maya, nicht, was ich überlege gerade, wann hat Lissi Geburtstag? Am 9. Sie hatte Geburtstag. Ja, ich glaube Maya hat am 6. Ist aber im Endeffekt auch egal. Fakt ja, ist, Maya ist jetzt wahrscheinlich schon 6. Knapp 6. Also sie wird bald 6. Maya, falls wir deinen Geburtstag vergessen haben, es tut mir leid. Nein, wir bestimmt. Fakt ist, wir werden es sowieso verpassen, weil wir den ganzen Juli auf Baden sind. Ja, aber ich glaube, sie hat im August Geburtstag, oder? Nein, Maya hat definitiv nicht im August Geburtstag. Beide Hunde haben bzw. hatten im Juli Geburtstag. Ich würde meine Geburtstagstorte machen. Also eine Hundetorte. Ja, ich meine, das können wir auch noch nachträglich machen, so mit, keine Ahnung. Also als Base-Reis. So. Ich meine, Maya trägt immer ihr Trockenfutter so. Kriegt ja Frischfutter oder irgendwas. Ja, sie isst alles. Ja, aber sie isst alles so. Aber, oder so aus Trockenfutter, dann so gemixt.
ein bisschen mit Wasser, dann macht man so eine Pampe, dann bäckt man das und dann noch ein bisschen Möhren und so. Ich würde, glaube ich, mal nach dem Rezept schauen. Also Leute, wenn ihr coole Hundetortenrezepte kennt, schickt uns sie auf Instagram bitte. Auf Instagram heißen wir übrigens Annabelle und Maria, weil der Podcast heißt ja Zinstalk. Das doch, da sieht man unseren Namen, darunter stehen unsere Namen. Ja, kann ja sein, es gibt viele, die haben uns das erste Mal durch den Podcast entdeckt und wissen gar nicht, wer wir sind, das könnte man auch sagen, aber ja, es steht ja eigentlich auch da, aber ja, das haben wir uns auch mal vorgestellt. Und ja, das zum Thema zu Nobel. Ja. Genau, ja, kleiner Abschwenker gerade. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, die letzte Folge, da ging es ja auch um Bali, wie wir es finden, unsere ersten Eindrücke und so. Und wir werden auf jeden Fall auch eine Folge dazu machen zu den Preisen und so weiter, dass, wenn ihr herreisen wollt, dass ihr so wisst, was auf euch zukommt. Und ihr bekommt ja jetzt schon mal so ein paar Sneak Peeks, Einblicke. Ja, Fakt ist, die letzte Folge war in der ersten Unterkunft, also wurde in der ersten Unterkunft gedreht und ups, ich bin gerade an mein Mikro gekommen. Genau, die letzte Folge wurde in der ersten Unterkunft gedreht und die jetzige Folge schon in der dritten. Das heißt, wir sind gestern angereist von unserer zweiten Unterkunft in die dritte, also die hier, und waren gestern, oder bitte, glaube ich, schaut das jetzt an. Wir erzählen jetzt erstmal, wie die zweite Unterkunft war, also wie es so dort war. Wir waren nämlich in Canggu. Genau, der erste Spot war Uluwatu und dann war es Canggu. Wir müssen jetzt hier keine direkte Reiseführung machen, ja. Ich glaube, das juckt ja auch nicht so. No front, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, die denken sich so, was ist Canggu, der? Ja. Was ist das? Ist das ein Stuhl? Ist das ein Gegenstand? Ja, ja. Ja. Das ist ein Ort auf Bali. Naja, jedenfalls in Canggu. Wahrscheinlich kennt es jeder, nur wir kannten es vorher nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Ist auf jeden Fall auch egal. Wir wollen euch auch gar nicht eine geografische Stunde machen. Ist eigentlich so Random Talk mäßig, vielleicht ein bisschen was über Bali und so. Fakt ist, wir hatten immer dieses Fakt ist, aber naja, das haben wir uns angewöhnt. Mir wurde auch gesagt, dass ich oft sage, ich sage mal. Oder irgendwie. Also, dass ich sage mal. Ja, ich weiß, es ist mir auch oft, aber es ist, ich weiß nicht, ob du das hier sagst, sondern eher bei den Gesprächen. Ja, aber ja. Jedenfalls, ich sag schon wieder jedenfalls, ich immer so Bindewörter, nennt man das so? Weil wir nachdenken, während wir reden, aber ich finde sowas immer noch besser als Ja, ja, aber das hast du früher bei den Vorträgen immer gemacht. Und da nach oben geguckt. Echt? Doch, ja. Ich habe trotzdem immer eine 1 bekommen. Naja, weil es sachlich korrekt war. Und ich habe das auch gut rübergebracht. Also ich habe es geliebt, PowerPoint-Presentations. Boah, beste Leben. Today I want to tell you. Ja, Englisch war jetzt nicht so. Danke schon mal, oder danke nochmal an unsere Cousine, die uns damals unsere Englisch-Vorträge mit fast alleine gemacht hat. Aber ohne sie hätten wir, glaube ich, keine 2 geschafft. Aber ist ja auch ein anderes Thema an dieser Stelle. Wir wollten auf jeden Fall sagen, die zweite Unterkunft war viel schöner als unsere erste. Die erste war, wir drehen, wie gesagt, noch ein extra Video dazu für YouTube, wo wir auch alle Preise nennen, Vor- und Nachteile, wo wir auch die Unterkünfte zeigen, wie es wirklich aussieht, auch im Vergleich zu den Bildern. Und die erste war sehr dreckig, Viecher und so. Und die zweite war wirklich viel, viel besser. Auch der Service war geil und war echt ein romantischer Bungalow, sage ich mal. Aber uns hat es erwischt. Ich denke, so ein Wasser hat es erwischt. Und zwar Bali Belly. Also vermuten wir. Ja, auch, also wir hatten jetzt nicht die Kotzerei und Scheißerei, sondern einfach nur alle Symptome bis auf die Kotzerei und Scheißerei. Also wir hatten Übelkeit, aber es kam nie was. Und so Bauchschmerzen und so. Ich beschreibe es mal. An einem Abend, unsere letzte Mahlzeit waren 2 Eier, eine Packung Tofu und eine Packung Tempeh, einfach um Proteine reinzubekommen. Ich glaube, das Mehl hatte 60 Gramm Eiweiß. Tat gut, Eiweiß zu essen. Mhm. War jetzt kein Festmahl, weil wir haben selbst gekocht. aber wir hatten das extra so bestellt, damit wir, Leute, Protein sind ja echt schwierig. Also ja, Fleisch geht, aber die Portionen sind jetzt auch nicht super krass, super. Und hier ist auch viel frittiert. Auch, es gibt natürlich auch unfrittierte Sachen, aber wir wollen halt auch nicht nur Fleisch essen. Und das machen wir auch leider jeden Tag, weil, sorry, aber anders geht es einfach nicht mit unseren Proteinen. Wir trinken ja auch immer jeden Tag Shakes und
fressen irgendwelche Proteinprodukte. Also gut, nicht jeden Tag. Aber ja, aber wir haben auch nicht mehr so viel. Ja, wir haben nicht mehr so viel, wir sind noch 2 Wochen hier. Also wir haben vielleicht noch 6 Riegel insgesamt und, keine Ahnung, 200 Gramm Proteinpulver. Ich habe ein bisschen Angst. Naja, aber gut, wir haben noch ein bisschen Kliosonat, ja auch. Fakt ist, morgen geht ins Gym. Ja, da erzählen wir auch gleich noch. Es ist krass, es gibt viel zu erzählen. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach so, genau, den einen. Wir haben es gegessen und dann, ich weiß nicht, ob es davon kam oder einfach, oder ob es auch so gekommen wäre, aber es fing schon bei mir, also hier spricht gerade Annabelle übrigens, falls ihr zur Stimme nicht auseinanderhalten könnt, ist aber auch egal, fing es schon an mit meiner Übelkeit. Ich hatte so ein bisschen Übelkeit. Also, es ging noch im Rahmen, aber es wurde immer schlimmer. Stunde für Stunde wurde es immer schlimmer. Und es war dann so weit, dass ich mit dem Eimer auf Toilette saß. Ich hatte keinen Durchfall. Ich saß einfach nur so, you never know, was kommt. Safe sitzt du auf Toilette, hast einen Eimer vor dir. Du bist vorbereitet. Und ich hatte diesen Drang einfach zu kotzen, aber es kam nichts. Und ich war kurz davor zu sagen, komm, steck dir den scheiß Finger an den Hals, damit du kotzen kannst. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mir dachte, es wird schon kommen, wenn es kommen soll. Alles kommt, was kommt, kommt, was nicht kommt, bleibt, oder wie man das immer sagt. Ich glaube, das sagt man nicht so, aber egal. Auf jeden Fall, ich habe dann wirklich angefangen, am ganzen Körper zu zittern und ich war dann so immer so kurz vorm Einnicken, es war dann so 22 Uhr und... Vielleicht war später, oder? Ja, also es fing schon eher an, ja, aber ich glaube so 22 Uhr, wir sind dann auch relativ früh, 23 Uhr ins Bett oder so. Und ich fing dann wirklich an, so halb auf dem Mülleimer einzuschlafen und ich war so kurz vorm Wegnicken und ich hatte Angst, dass, oder ja, wenn ich mich hinlege, dass ich mich übergeben muss. Und dann habe ich mal gegoogelt, wie sollte man sich am besten hinlegen, wenn man Übelkeit hat. Und dann stand da auf dem Rücken, die Beine anwinkeln und den Kopf auf einer Erhöhung. Aber es interessiert keine Sau. Naja, kann ja sein, eine Übelkeit hat man öfter mal, also für alle. Öfter mal eigentlich. Ja, ich habe das auch nicht oft. Ich hatte mal eine Phase, wo ich es jeden Morgen hatte mal. Ja, Schwangerschaft, Klassiker. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ich hatte Angst, weil Maria hat es nicht, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte, weil wir waren einen Tag davor surfen, was übrigens richtig geil war, das machen wir auf jeden Fall hier nochmal. Und ich hatte aber, unter dem Surfboard sind ja so Spitzen, so drei, keine Ahnung. Finne. Heißt es glaube ich, Finne. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, so ihr wisst schon, damit das Board halt nicht umkippt, also so Balancen halt. Flossen, nicht Flossen. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. Auf jeden Fall ist es relativ scharf nicht, aber spitz und ja, und diese Wellen, die waren einfach sehr, sehr groß und das Brett schleudert einen weg. Also du hast es natürlich am Fuß, aber schleudert einen weg. Und dieses Brett ist komplett mit dieser Spitze auf meinen Kopf und bis heute tut es noch weh. Und es tat so weh, ich war auch kurz auf einer anderen Welt, aber das war so 5 bis 10 Sekunden, da war ich wieder da und aber mir war schon so ein bisschen schwindelig und hatte da die Todeskopfschmerzen meines Lebens und ich hatte schon ein bisschen Angst, war es eine Gehirnerschütterung, weil da hat mir auch sowas wie Übelkeit und so weiter. Und aber am nächsten Morgen, also Maria hat das dann auch und dann dachte ich, okay. Es fing bei mir auch schon abends an, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen mäßig hatte. Es war so krass, dass ich sogar mein Proteinriegel nicht gegessen habe, weil ich es nicht konnte. Also, wenn das passiert, Leute, die Wishin Bar in Kokosgeschmack, wie kann man den bitte schon nicht essen? Ja. Also, ich weiß es nicht. Fakt ist, Leute, kleine Werbung an dieser Stelle, es gibt aktuell die Neosubs-Aktion, dass ab 50 Euro gibt es ein gratis Tanktop mit dazu, also an dieser Stelle. Und 10% Rabatt bekommt ihr natürlich auch. Also mit dem Code AM bei Neosubs shoppen wir das geilste Way für die geilsten Proteinriegel, uns hier auf Trab halten. Und ja. Und geile Werte. Wirklich, wir waren gestern in einem Supermarkt. Da ist ein Proteinpulver. Guck ich mal auf die Werte. So auf 75 Gramm Pulver nur 19 Gramm Eiweiß. Und das von Neosubs hat auch 75 Gramm Pulver. Keine Ahnung. Vielleicht 65 Gramm Eiweiß. Ja, vielleicht. So. Und ich habe mir so, was denn? Das ist doch kein Proteinpulver dann. Wenn ich, ist doch Milch oder so gefühlt. Ja. Ist halt so, wenn ich für 300 Kalorien 90 Gramm Eiweiß habe, da bekomme ich wirklich Milch. Da Milch, also wenn ich Milch trinke, da auch mehr kalorientechnisch fällt mir das krass. Also.
Deswegen, Leute, shoppt unbedingt bei Neos Hubs für ein preis-leistungstechnisches, qualitativ hochwertiges und leckeres Whey. Und auch andere Produkte, Riegel und so weiter. Ja. Genau, Werbung Ende an dieser Stelle. Auf jeden Fall ging es uns, ist auch, wir wollen es auch mit der Krankheit gar nicht so ausholen, aber auf jeden Fall ging es am nächsten Tag deutlich besser. Der Schlaf tat gut, aber immer noch gar nicht besser. Am ersten Tag, na gut, Breakdown. Wir haben, ich glaube, 4-5 Stunden Mittagsschlaf gemacht, waren, ich sag mal so, mal eine halbe, dreiviertel Stunde am Strand spazieren, um mal frische Luft zu schnappen. Und haben 96 Kalorien gegessen. Haben eigentlich schon unser Frühstück gegessen, weil da ging es dann früh nach dem Schlafen, aber dann wieder gar nicht. Und kompletter Breakdown, man war komplett träge. Also es war wie so ein grippaler Effekt. Das war ein Killer-Tag. 600 Kalorien, 40 Gramm Eiweiß, dann unser Porridge. Ey, wirklich, das also hatten wir noch nie. So. Also ich hatte das, ja, ich hatte das Gefühl noch nie, also seit so vielen Jahren nicht mehr, dass ich so wenig gegessen habe und so krass und tot. Aber es ist halt nun mal so. Wir achten immer darauf, wo wir sagen, ah, ihr habt bestimmt Trinkwasser, Leitungswasser getrunken oder Eiswürfel oder ihr putzt damit dem Wasser eure Zähne. Nein, Leute, wir nutzen das Wasser 0,0 aus dem Zähneputzen. Das Einzige, wo wir das Wasser hier nutzen, ist zum Duschen, aber da mache ich auch nicht meine Kusche auf. So, da halte ich auch die Fresse, sage ich mal. Dass ich kein Wasser irgendwie in meine Öffnungen, in meinen Mund bekomme. Also, aber die kochen ja auch damit, die waschen damit ab. Aber wir essen auch den Salat, den die da ist, keine Ahnung, zwei Salatblätter, die essen wir auch nicht mit, weil die waschen die ja auch so ab. Ich kann mir halt vorstellen, vielleicht, entweder halt einfach mal so, weil sich der Körper denkt, okay, du hast es verdient. Oder wir essen ja trotzdem ab und zu mal so an einem Stand was, so an einem kleinen Mini-Stand. Aber ganz ehrlich, die stehen da jeden Tag, das, was da drin ist, ist auch nicht gekühlt. So, und da gibt es dann so eine Hähnchensuppe oder so, mit so Hähnchenballbällchen, so Fleischbällchen-mäßig, die sind ja wahrscheinlich auch schon seit 2 Wochen da immer verkauft werden, aber nie ausgetauscht werden, so nach dem Motto, daran kann es vielleicht liegen. Man sollte eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was man ja eigentlich vielleicht isst. Ja, ich glaube, wir sollten einfach nicht so viel immer an solchen kleinen Ständen essen, sondern mehr in größeren Cafés, aber es ist halt mehr einheimischer, wenn man so in einem kleinen Stand ist, halt Bock so. Aber vielleicht kein Fleisch. Wenn dann nur so, keine Ahnung, sowas wie Pancakes oder so. Oh, diese geilen Pancakes vom ersten Tag, die waren so geil. Ihr müsst in dieses Video vorbeischauen. Die besten Pancakes ever. Zum Glück hat es geregnet, wenn dieses Café gehen mussten. Ey, das war Bild. So. Und wir können uns hier in unserer neuen Unterkunft auch Essen bestellen, so Pancakes und so. Ich würde sagen, wir machen morgen früh mal hier alles. Hier haben Brunch, würde ich sagen. Karte. Hier gibt es alles. Ja, das ist Taxi-Service hier. Hammer hier. Breakfast, Pancakes, Bread Eggs, also Brot mit Eier, wahrscheinlich Ei auf Brot oder so. Fried Rice. French Toast. Frittierter Reis. Also gebratener Reis, gebratene Nudeln, French Toast und Balinese. Keine Ahnung, was das ist. Also, was am Ende wollen wir ja wollen. Balinese essen wir dann, oder? Ja, ja, ich weiß es auch nicht. Und auch preiswert. Genau, sehr preiswert hier. Und genau, auf jeden Fall. Fakt ist, das war ein sehr, sehr schlimmer Tag für uns, weil wir konnten auch gar nichts machen, gar nichts arbeiten, keine Videos schneiden oder so. Wir waren einfach komplett flach und wir hatten beide seit Jahren nicht mehr so einen Tag, der so schlimm war. Und an dieser Stelle, seid dankbar, seid fucking dankbar, wenn ihr gesund seid. Und wir sind jetzt auch so dankbar, dass es uns zu 95% wieder gut geht. Hunger, also Essen ist immer noch kritisch, aber ich bin einfach so dankbar. Gerade, das ist auch nur der eine Tag, schlimmer der Tag danach. Dachte mir, 80% wieder fit, aber man hat trotzdem gemerkt, irgendwie ein bisschen ist man noch so benebelt. Wir haben dann auch einen spannenden Strandtag gemacht, das ging dann schon, aber viel essen konnten wir auch nicht. Wir haben vielleicht doppelt so viel gegessen als am Tag davor. Aber ist auch egal, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder fit. Und gestern sind wir dann zu dieser Unterkunft hier gefahren und sind auf dem Hinweg in ein Klaviergeschäft vorbeigefahren oder beziehungsweise bewusst vorbeigefahren. Und haben dann erstmal Klavier geübt. Wir haben dem Typen dort natürlich verkauft, dass wir
für viele Monate hier auf Bali bleiben und studieren und unsere Familie uns ab und zu mal besucht und ja, wir ein Klavier kaufen wollen. Lügen können wir auf jeden Fall. Ja, nee, eigentlich können wir das gar nicht, aber so Notlüge. Aber im Endeffekt hätte es wahrscheinlich auch so uns machen lassen, wenn wir nett gefragt hätten so. Aber ich glaub, das Risiko, weißt du? Ja, eben. Und ich glaube, der war da auch nicht so begeistert, als er dann 2 Stunden einfach sein Klavier an seinen Flügel, an seinen Flügeln und an seinen Klavieren gespielt haben. Und dann dachte ich so, oh, seid endlich leise, aber es war uns auch egal, wir wollen die Zeit einfach für uns genießen und es war richtig schön, weil wir sind jetzt schon zwei Wochen hier und spielen seit 13 Jahren Klavier und uns fehlen einfach die Tasten unter den Fingern. Ich glaube, alle Leute, die Klavier spielen oder die irgendeine richtige Leidenschaft haben, kennen das. Es ist wie 2 Wochen Trainingspause, was wir eigentlich auch so ziemlich miterleben. Wir sind in 2 Wochen hier, haben 2-mal richtig trainiert. Also eigentlich nur 1-mal richtig im Gym und 1-mal so Homeworkout-mäßig. Oh, boah. Und dann, als wir so krank waren, wir haben den Tag davor ein Ganzkörpertraining Homeworkout-mäßig gemacht. 40 Minuten. Ich hatte den Todesmuskelkater meines Lebens. Und das natürlich in Kombination mit, du fühlst dich schwach, du fühlst dich träge, du weißt gar nicht. Also es war so heftig. Also Sissy Squats, komplett underrated. Die bauen wir jetzt immer ein. Die bauen wir, ich würde die Beinstrecker einbauen. Oder zusätzlich. Ja. Weil die Sissy Squats, da trainierst du eher mehr den oberen Oberschenkel, sag ich mal. Kann man schlecht, aber so eher mehr, weil die Hüfte gestreckt ist. Gestreckt ist, ja. Also wirklich wild. Ja, ich meine, ja, wir sehen auch jetzt aktuell das Training so ein bisschen lockerer und... Also wir wollen generell so ein bisschen was umstrukturieren. Also gut, eigentlich so viel wollen wir nicht umstrukturieren, aber ja, eigentlich nicht. Naja, also ein paar Übungen ein bisschen, ja, wir sehen das jetzt lockerer, mit weniger Stress. Wir sind nicht mehr in diesem krassen Bodybuilding-Game, eher so mehr auf wirklich diesen Fitness mehr, worauf man Bock hat. Auch mal mit Körpergewicht was fit bleiben. Ich habe auch mal Bock, Job zu gehen vielleicht mal oder schwimmen oder so. Also weiß ich nicht, dass man nicht immer diesen Drang hat, ich muss jetzt wirklich, wir gehen ja auch nur noch 3-mal die Woche ins Fit. Richtig? Ich meine, wir haben ja nebenbei noch 2-mal die Woche Akrobatiktraining und 1-mal machen wir dann noch immer so mit Körpergewicht Training. Ja. Also meistens also 6 Einheiten die Woche mit Akrobatik und allem. Ja. Ist ja trotzdem 6-mal die Woche so Sport an sich. Und 1 Tag, wo wirklich Rest ist. So. Mhm. Auch kein Cardio, Rest. Ja. Aber dass man einfach lockerer wird und es tut uns auch voll gut und alle sind nur noch geil auf. Ich muss unbedingt den perfekten Summer Body haben. Ist auch okay, oder ich muss immer so viel Muskulatur wie möglich aufbauen. Und ich finde oft, wird sich, also auf Social Media wird es immer so krass, steigern sich da alle so viel rein und alle müssen unbedingt ins Gym gehen und so. Das ist ja auch gar nicht so. Man kann auch ohne Gym krasse Fortschritte machen oder zufrieden mit seinem Körper sein. Du musst nicht immer ins Gym dafür rennen, 5-mal die Woche. Und ja, apropos Gym, morgen geht's ins Gym. Und richtig Bock. Und aber diesmal dürfen wir nicht so übertreiben, aber beim letzten Mal, ich weiß nicht, haben wir das im Podcast erzählt, war das da schon? Ja, da war das. Ja, hatten wir den hardcoresten Muskelkater ever. Und deswegen nicht bis ans Muskelversagen, vielleicht so 3-4 Wiederholungen da weg. Dann haben wir trotzdem angemessene Muskelkater. Ja, vor allem ist das ein richtig geiles Gym. Die sind schon relativ teuer. Also das erste Gym hat... In Uluwatu hat, glaube ich, 1,80 für beide. Nee, für einen 1,80 Eintritt gekostet. Und das hier, der kostet der Tagespass, ich glaube, 15, 16, ist das ein Eichhörnchen? Nein. Kostet sie, glaube ich, so 16, 17, 18 Euro pro Person. Aha. Ich habe da, es gibt auch noch so ein Opening-Pass. Also es gibt einen offenen Teil vom Gym und einen Zoom-Teil und halt das Gesamtpaket. Und der offene Teil kostet nur ganz 8. Dieses Eichhörnchen, ich bin ganz komplett verwirrt, stibitzt hier was aus unserem Mülleimer, weil wir haben gerade so fertig Yam-Yam-Nudeln-Zeugs gegessen. Gesunde Ernährung. Ja, nee, wir wollten nämlich hier einen Scheiß Chicken Curry bestellen, weil wir dachten, boah geil, hier schön. Nee, da war die nicht da, die das kocht.
Und fünf Minuten später haben wir schon die Siamem Curry so aufgemacht, schon alles vorbereitet, doch fast das Wasser reingegossen. Dann klopft es bei uns an der Tür. Und dann hätte sie eins gemacht, so, Digga, zu spät ist das, du Pech. Gut, wir machen es morgen bestimmt. Aber ja, trotzdem, ja, ich hatte in dem Moment abgefuckt, ich hatte Hunger. Ja, ja, aber sieht schon sehr verlockend aus. Wir machen das irgendwann morgen. Ja, ja. Oder wann anders. Auf jeden Fall, das stimmt. Genau, habe ich dir noch auf Instagram geschrieben, was der Unterschied ist zwischen dem Open Pass und dem normalen Pass. Da meinte die, ja, der Autobereich. Und dann hat die von sich aus gesagt, ja, dass sie uns einlädt dazu, ins Gym zu gehen, dass wir kostenlos dort rein können, sogar kostenlos ein T-Shirt dort bekommen und 25% Rabatt auf den Merch. Ich denke mal so, boah, wie geil. Ich habe nur gefragt, wie teuer das ist, aber okay, gerne. Und dann wäre noch so gegangen. Also wir hätten vielleicht nur den Open Pass genommen, weil 18 Euro wirklich für eine Einheit, weiß ich nicht. Also vor allem ist der Open-Bereich eh geiler draußen. Und das ist so ein geiles Gym und ich freue mich richtig. Und die haben auch so Protein-Pancakes. Also ja, vielleicht kann man danach so schön und danach gehen wir dann auch an den geilen Wasserfall. Genau. Wo ist der Eis? Und es ist auch wieder so krass. Ja, auf jeden Fall freue ich mich richtig auf die Einheit, mal wieder sich zu bewegen, weil die letzten Tage waren wir sehr, sehr vorsichtig wegen unserer Krankheit, dass wir uns das heißt bewegen. Also wir haben immer auf unsere 10.000 plus Schritte so an sich. Aber bewegen jetzt meinen wir jetzt von Kraftsport. Ja. Wir machen trotzdem die Dehnungstechnik. Wir meditieren übrigens immer jeden Tag. Außer wir haben 2 Tage ausgelassen, als wir krank waren, weil da kannst du dich auch nicht drauf einlassen. Auch wenn es mir jetzt immer noch ein bisschen schwer fällt, aber ja, wir machen das auch nicht so lange. Leute, ich habe so viele Adern an den Füßen. Also richtige Shredded Reins, so richtig. Ja, ich würde es einfach nur. Eklig. Ja, naja. Na. Auf jeden Fall komisches Thema an dieser Stelle. Mhm. Auch voll der Zufall. Wir hatten den Plan von hier auch zu dem Klaviergeschäft zu fahren und an dem Zoo vorbeizufahren, am Zoo Bali. Wir werden wahrscheinlich doch nicht zum Klaviergeschäft fahren, weil wir ja gestern schon waren. Und voll lustig, haha. An dem Tag, wir reden noch über den Zoo. Eigentlich wollte ich gar nicht in den Zoo. Ich wusste gar nicht, dass es den Zoo gibt. Nur ich habe auf der Karte geschaut, zum Klaviergeschäft ist vielleicht was auf dem Weg. Und da war der Zoo halt so perfekt da. Ich dachte, boah, geil, dann können wir gleich in den Zoo. Dann kann ich Maria mehr überzeugen, die lange Strecke zum Klaviergeschäft zu fahren. Und ich glaube, wir haben noch 5 Minuten vorher geredet. Ach, wir könnten den einfach mal fragen, dass wir eine Story machen und dann lassen wir uns vielleicht kostenlos rein, so nach dem Motto. So. Also haben wir? Ich glaube, wir hatten drüber geredet. Aber wir wären auf jeden Fall auch so rein. Wir wären auch so rein, ja klar. Aber keine Ahnung, wie teuer der Eintritt ist, aber weiß ich nicht. 20-30 Euro. Aber wir hätten auf jeden Fall gemacht, klar. Ja, weil ich glaube, das ist schon cool, so im Bali, im Zoo, was es für Tiere gibt. Ich glaube, auch so Elefantenfütterung oder so was. Finde ich schon cool. Fakt ist, 5 Minuten später schreiben, also wir haben den nicht gefolgt auf Instagram, wir haben den Account nicht angeschaut. Und die schreiben uns einfach an und sagen, ja, wollt ihr vorbeikommen? Ihr seid doch gerade auf Bali. Also auf Indonesisch oder Englisch. Und ich denke mir so, woher wisst ihr, dass wir Deutschen auf Bali sind? Wahrscheinlich haben wir irgendeinen Hashtag genutzt, Hashtag Bali oder... Ja, ich glaube Hashtag Bali oder so. Genau. Voll der Zufall. Und dann dachte ich mir so, boah, geil, natürlich kommen wir. Und ja, sogar ja, kostenlose Elefantenfütterung wird da drin oder so. Ja. Mal gucken, also... Können wir noch machen. Ja, ja, kann man machen. Hat das geil. Dann gehen wir übermorgen hin, am Montag. Also wenn ihr den Podcast seht, morgen. Also folgt uns, wenn ihr Bali Zoo Eindrücke sehen wollt. Ja. Und den Tag darauf besteigen wir den Mount Batur. Das ist so ein Vulkan hier. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da bin ich sehr gespannt. Haben wir heute gebucht. Es geht nachts 2 Uhr los. Aber ja, ist auf jeden Fall Zukunftsmusik. Da können wir sicherlich in der nächsten Folge mal leicht erzählen, wie es war, ob es sich gelohnt hat und ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Also mir gefällt es hier gerade, wir sind jetzt in Ubud oder zumindest sehr nah in Ubud, 5 Kilometer entfernt, ich habe Hamon. Mir gefällt es hier richtig am besten. Du richtig am besten. Mir gefällt es hier am besten. Weil hier ist es so richtig ruhig irgendwie. Ja, man hört nur so ein bisschen die Tiere halt, so die Welpen. Normal. Die Grillen. Hähnen. Ja, Hähnen. Boah, aber eine Nacht ist ja in der Unterkunft. Also an sich
sauber und so. Aber, boah, dann schaue ich gestern Abend, liegt auf dem Bett, auf einmal tropft so von oben. Ich dachte mir so, ist das Dach undig? Es regnet gar nicht. Guck ich nach oben, da ist eine Eidechse. Aber nicht nur eine kleine, schon eine große, schon so, also in YouTube sehen sie jetzt, keine Ahnung, vielleicht so vielleicht, 15, 20 Zentimeter, keine Ahnung. Und keine Ahnung, ob die auf mich gepisst hat oder warum da Wasser kam. Aber jedenfalls habe ich dann dadurch halt da oben geguckt und sehe die halt da. Ich muss so, ich meine, das Dach ist sehr hoch, das ist vielleicht 3 Meter hoch oder so. Das ist Decke. Dieses Dach, naja, Dachdecke, was auch immer, ist ja so ein Bungalow-mäßig, also die Spitze, sage ich mal, ist vielleicht 3 Meter hoch oder noch mehr. Also ungefähr 3, würde ich sagen. Ja, glaube ich. Ja. Und dann gucke ich mal noch so die andere Ecke, sehe in der anderen Ecke auch noch eine kleine Eidechse, im Bad auch eine kleine, also 3 Eidechsen. Und ich denke mal so, Ich muss auch noch was erzählen. Nee. Also an sich finde ich das nicht so schlimm und so, weil die tun ja bestimmt nichts, will gar nicht googeln, weil das macht schon wieder Angst, aber ich finde es irgendwie so, wenn ich mir vorstelle, am Ende mache ich die Tasche auf und dann ist da eine Eidechse drin, das finde ich halt irgendwie eklig. Also, ich freue mich so, dass wir erstmal, ich glaube, diese Ankündigung müssen wir auch noch erzählen. Aber das erzählen wir gleich. Oh mein Gott, Leute. Aber ich glaube, das können wir nicht hier erzählen, weil ist ja schon Sonntag. Ja, aber wir können sagen, ja, okay, morgen. Bleibt dran, Leute, es kommt gleich was. Auf jeden Fall wollte ich sagen, die Unterkunft ist halt sehr, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, sehr, also unsere Nachbarn werden jetzt wahrscheinlich jedes Wort hören, was wir in dem Podcast erzählen. Aber das Gute ist, hier spricht keiner Deutsch, also ich sind übrigens sehr wenig Deutsch immer noch. Ja. Aber heute eine deutsche Mädelsgruppe oder Mädelspaar, nenne ich es mal, gesehen. Da bin ich so, boah, geil. Ja, ich mag es, wenn man dann so Deutsche. Ey, Leute, wir haben heute richtig gut verhandelt. Sowas von. Also, hier kann man richtig gut verhandeln. Bruder, wir wollen. Schaut Papa den Podcast? Der fragt sich, wir haben was gekauft. Es ist egal für wen oder für was. Der wollte 650.000, das sind, keine Ahnung. Überlegt mal, 500.000 Euro wollte er haben. Nee, das sind, ich meine, keine Ahnung. Auf meiner App. 650.000, das sind an der Berechnung, was es in Euro ist. Durch 13.000. Nee, 16. Also, 650.000 durch 16. Ja, 1.300 ungefähr. Sind 39,80 Euro für wirklich was, wo ich dachte, Digga, ich würde dafür vielleicht. Also vergleichlich mit in Deutschland vielleicht, was du bei. Gut, in Deutschland. Ja, okay. Wir sagen Papa, der seinen Podcast nicht anhören soll. Es war so ein Messer. Wir wollten uns Papa ein Messer kaufen. So, weil wir dachten, damit er mal unsere Hühner schlagen kann. Nee, wir haben ja jetzt 2 getrennte Haushälften und er hatte sein eigenes Messer und es war so ein cooles, so mit Holz und das konnte man so reinstecken in so ein Holzding, dass das geschützt ist. So einer auf. Es sah so richtig cool aus. Und wir wussten nicht, haben wir das denn gekauft übrigens, aber wir gehen dann so weiter. Das hat jeder Stand. Die haben alle die gleichen Sachen. Ja, also. Aber und gut, wir suchen doch einfach nur einen fucking Bleistift. Ja, und den finden wir immer nicht. Naja, jedenfalls so. 650.000. Ich denke mir so, never. Siehst du aus? Das war ein kleines Messer, damit schneidest du einen Apfel auf. Ja. Und ich wollte eigentlich auch das ganz Große nehmen. Da will ich gar nicht wissen, wie teuer der das erstmal angesetzt hätte. Vor allem, wie viel hat der im Kopf? Wir hatten gedacht, ja, vielleicht so. Ich fange erstmal ganz niedrig an, Leute, weil verhandeln ist ja immer so. 50.000, das wären so 3 Euro gewesen. So. Ich hätte maximal 10 Euro bezahlt für das Messer. Aber ich habe erstmal gesagt, 3 Euro, weil, Leute, so verhandelt man hier. Da fing er an, ja, mit 600.000. Nee, dann er fing an, nee, warte kurz. 600, er hat 650 gesagt, da dachten wir schon, wir kommen niemals auf einen Nenner, weil 10 Euro sind ungefähr 100.000 oder 50.000 oder so. Irgendwie 150.000. Und ich dachte mir, niemals kommen wir auf einen Nenner. Wir so, nee, waren nee. So am Gehen. Er hält mich nur noch so fest, sagt so, sag du Preis. Ja, dann sag ich 50.000. Und dann sagt er, keine Ahnung, 600.000. Ich bin so, Junge, wenn du hier mit 50.000 Schritten runterkommst, ja. Nee, da bin ich wieder auch so gegangen. Und da wollte der. Dann hast du auf 60 gemacht oder auf 70.000. Ja. Und naja, Ende vom Lied, wir sind da auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen das jetzt unbedingt, weil ich bin da so, nee. Ja. Wenn ich nicht meinen Preis, dann kauf es dich, dann hat er Pech. Ja, das gibt's einen Stand weiter bei der netten Dame mit dem roten Tuch, gibt's das auch? Ja.
Und auf jeden Fall ist es dann so gekommen, wie viel Flaschen gibt es? 30? Mhm. Wir haben es dann für 130.000 gekauft, das sind glaube ich ungefähr 9 Euro. Und ich rechne mal, sind 7,97 Euro. Also ungefähr 8 Euro. Ich glaube sogar ein bisschen weniger ist immer ein bisschen ja, umrechnen, aber ungefähr 7,50 Euro. Ja, 7,50 Euro sagen wir einfach mal. Und der wollte das für 40 Euro, wo ich mir denke, also die wissen auf jeden Fall, wie man nur ansetzt und irgendein Turi, der keine Ahnung hat von Verhandeln. Ich glaube, Mama wäre so, also no front gegen Mama, wenn du diesen Podcast hörst. Ich glaube, sie hört unseren Podcast. Also ich weiß es nicht, aber Mama mag Verhandeln gar nicht. Ich auch nicht. Ich muss sagen, ich auch nicht, aber du machst das halt trotzdem. Also du bist ja die Verhandlung. Mir ist es so unangenehm, aber ich denke mir so, das muss man hier machen. Und ich geht um Geld. Und bei Geld, also ja, da halt auch. Weil als er schon mal 200.000 war oder so bei 150, waren wir auch so, naja, dann sind wir gegangen und dann ist er eingesickt, weißt du? Und dann hat er gedacht, machen wir mal 130. Oder ja, und ich wette, wären wir dann, ach, das ärgert mich, wären wir nochmal, also wären wir nochmal abgegangen, ja, dann hätte er safe, weil mein letztes Angebot war dann 100.000. Hätte er selber kommen. So. Naja. Also, ich meine, für die Zukunft sei es den gegönnt, den 1 Euro. Ja, aber so. Also müsst ihr auf jeden Fall behandeln. Überleg mal, wir haben so viel runtergehandelt, ich bin richtig stolz. Und das haben wir auch bei den anderen Sachen gemacht. Der hat der bewusst wahrscheinlich auch einfach mehr draufgesetzt. Der dachte, ach, die blonden Mädels. Die, es kommt auch mal an, wie sympathisch die finde. Weil wir haben zum Beispiel auch einmal unser erster Marktkauf, nenn es mal, da haben wir gleich 4 Sachen bei einer gekauft. So. Und da habe ich der schon mehr gegönnt an sich, weil die war auch nett. Genau, es war so Kleidung, da hat schon so einen Teil, haben wir schon für 8, 9 Euro gekauft, was schon hier relativ teuer ist, würde ich sagen. Aber Bruder, ich habe es der gegönnt. Die war einfach nett und nicht aufdringlich und hat so ein bisschen auch Deutsch mit uns gesprochen, hat nach unseren Namen gefragt. Ich meine, klar, es war schon Marketing, aber ich fand die trotzdem sympathisch irgendwie. Ja. Und dann dachte ich, okay, ich gebe ihr gerne mein Geld und ja. Wenn ich jemandem mein Geld gebe, dann Menschen, die es verdient haben. Und jeder hat wahrscheinlich, also nicht jeder hat mein Geld verdient hier, aber diese Frau hat es besonders doll verdient. Und deswegen haben wir auch extra viel Sachen bei ihr gekauft, weil ich mir dachte, komm, die anderen Stände hier links neben dir, die wollen hier eine Sonnenbrille für 15 Euro verkaufen. Ich meine, klar, die sah geil aus, aber die Qualität hier jetzt auch nicht, die Qualität ist hier natürlich jetzt nicht so. Kann ich aber raus mal eine kaufen für 5 Euro so nach dem Monat. Ja, da ist die Qualität besser. Ja. Und bei Kleidung ist immer so ein Andenken und so, aber Leute auf Bali, da kaufe ich kein Souvenir für das Dreifache, was ich in Deutschland bekomme, trotzdem. Also, das ist aber ganz komisch. Ein Kleidungsstück ja, aber eine Sonnenbrille ist dann doch was einen Zweck erfüllen muss. Ja. Die muss gut sein, die muss guten Schutz haben und ich brauche halt wirklich mal eine Sonnenbrille, aber. Also wir haben welche, aber die sind sehr, sehr, sehr kratzt man, sieht kaum was durch. Aber eigentlich mag ich auch Sonnenbrille nicht so, weil da sieht man so dunkel immer. Ja, aber manchmal, ich bin ein Cap-Typ, so ein Cap. Ja, ich bin auch ein Cap-Typ, aber nein, trotzdem, ich weiß nicht, man braucht mal eine Sonnenbrille. Irgendwann braucht man noch mal eine. Ja, wir haben eine schnelle Brille im Auto. Wenn die Sonne mal scheint beim Autofahren, haben wir dann unsere schnelle Brille. Ja, und dann fahren wir hier mit 180 und keiner sieht's. Nein, wir fahren nicht immer an die richtige Geschwindigkeit, aber auf jeden Fall. Übrigens, Leute, gibt es hier Geschwindigkeitsschilder? Hast du mal jemals? Also einmal habe ich mal 60 gesehen. Ich dachte mir so, was ist da normal? Was ist hier? Wirklich, also ist auch so ein Ding. Es gibt Verkehrsschilder und es gibt ganz selten Ampeln, eigentlich nur so in ich sag mal, der Passat zum Beispiel, das ist so, wo der Flughafen ist, dort gibt es Ampeln, aber ich habe vielleicht in U-Boot eine Ampel mal gesehen, also ganz selten, dass es hier Ampeln gibt. Und öfter, da stehen ja öfter eher mal Polizisten an Kreuzungen und machen den Verkehr. Oder halt gar nichts, also komplettes, also keiner hält sich an die Verkehrszeichen. Und wenn da mal ein Auto mal wendet auf der Straße und sich anstaut, da sind auf einmal 100 Rollerfahrer neben dir und du denkst dir so, bin ich hier, keine Ahnung, bin im Soldatenmarsch, bin ich hier bei Mario Kart an der Startpiste, ja, so ungefähr. Ganz aber viele. Zum Beispiel heute, da war wirklich, oder gestern war das, ein klares Schild, nicht wenden. Wirklich jeder Rollerfahrer hat dort gewendet. Na, aber ich meine, ist zumindest okay so für uns dann. Ja, ich fahre auch dann so. Du musst auf jeden Fall hier sehr achtsam fahren und verlass dich nicht auf die Zebrastreifen. Jetzt dachte ich, komm, Zebrastreifen, lauf mal darüber. Die fahren trotzdem, die beachten dich nicht. Also es ist nicht so wie Deutschland. Ja, oder auch, weiß ich nicht.
wie Taxifahrer fahren, wenn man mal, wenn man mal ein Taxi so dann eng und also denke, ich könnte niemals Auto fahren, glaube ja, ich nicht. Also da muss man sein Auto kennen. Und ich hätte auch Angst, dass mir jemand in mein Auto reinfährt. Ich habe, wir haben vorgestern, das war in Canggu noch, da hier fahren eher so mittelmäßige Autos, also von der Qualität her, so Taxis. Toyota. Ja, so die Taxis. Aber ältere Modelle, sag ich. Genau, die Taxis sind teilweise recht edel, sind ganz okay. Zumindest sehen sie eh ganz gut von außen aus. Von innen sind sie auch ganz okay. Und so richtig komisch fährt ein Porsche 911 war das, glaube ich, richtig geil durch die engen Straßen von Canggu, mitten im Verkehr. Ich denke mir so, du hangst noch so knall, oder? Ja, ich denke mir so, Bruder, du erstens passt ja gar nicht rein und du hast Vertrauen, dass dir keiner mit dem Roller oder so, weil es alle war so eng aneinander, dass ich da noch, also wir fahren jetzt auch schon immer mal Roller und ich habe noch nie einen Unfall oder irgendwas gesehen, aber trotzdem, man muss da schon, also wir haben ein bisschen riskant mit meinem Porsche, muss ich sagen. Aber ja, der hat Vertrauen auf jeden Fall. Da drinnen hat auf jeden Fall gar nicht in diese Situation reingepasst. Aber random, dass man sowas hier erwerben kann. Also doch alles geht. Gibt bestimmt auch. Aber ja, war auf jeden Fall interessant. Und genau. Und gleich fahren wir zu richtig geilen Reisterrassen. Das sind so die biggest Reisterrassen, die man so kennt, so richtig fancy und so, und dann nehmen wir uns Drohnen mit. Ich hoffe, man kann auch mit der Drohne filmen, aber dort, wo wir die YouTuber, die wir gesehen haben, die dort waren, die haben auch mit der Drohne gefilmt, also denke ich mal, dass wir das auch dürfen. Man kann auch allgemein, weil ja auch viele wegen der Drohne gefragt hat, man kann grundsätzlich eigentlich überall hier filmen, braucht keine Genehmigung, außer ich glaube in Tempeln, ja in Tempel oder so Moscheen oder so. Gibt es Moscheen hier, oder? Nee, also in Tempeln, wo Tempel auf jeden Fall. Ja, soll man vorher mal fragen, weil es vielleicht deren Privatleben ein bisschen oder ein bisschen zu privat ist oder so. Aber rein rechtlich an sich darf man es. Es ist jetzt bloß dann so eine Dingfrage, ob man jetzt in die Tempel so reinfilmt oder so. Ob man das, also so mit der Drohne ist auch ein bisschen laut. Mhm. Ja, aber richtig geile Sachen habe ich schon gefilmt. Sonnenuntergänge am Meer und so. Und wirklich ist gestern, wir haben so eine geile Story gemacht. Das war das geilste Video, was ich bisher gemacht habe in dieser Zeit. Das findet ihr in unseren Bali-Highlights bei Instagram. Dort haben wir so unsere geilen Highlights drin. Schaut euch mal rein. Wirklich, das habe ich unter Bali vorgestellt. Wirklich so schön. Man hat so ein bisschen den Sonnenuntergang gesehen. Die Palmen, die Reisfelder. Und das sah so geil aus. Wirklich so 10 von 10 mit der Musik. Also es hat mich so berührt, der Moment. Das war einfach richtig, richtig schön. Und ja, okay, jetzt zur Ankündigung, oder? Ja, kommt. Also erstmal, die Podcast-Folge kommt der Sonntag online. Deswegen können wir es leider noch nicht sagen, weil wir dürfen es erst Montag verkünden. Aber wir können ja dann die nächste Folge darüber reden. Also zumindest ein bisschen. Wir dürfen ja nichts darüber sagen. Wir dürfen uns nicht verplappern. Aber ja, da kann man auf jeden Fall so ein bisschen sagen, oh mein Gott, das wird so cool und so. Das Fakt ist, was ich sagen wollte. Ja, wir dürfen jetzt nicht sagen, aber ja, wenn ihr diese, also um genau zu sein, am 17. Juli 2023 ist ein Montag, also wenn die Folge online kommt morgen, dürfen wir jetzt verkünden, und zwar, ja, dürfen wir eigentlich schon sagen, um was es, also darf man sagen, weißt du, das ist, also wir sind bei etwas dabei, oder wir waren bei etwas dabei. Fakt ist, das kann man jetzt nicht scheiße sagen, weil ich auch nicht weiß, bevor wir jetzt Falsches erzählen, hört auf jeden Fall oder schaut auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle bei Instagram vorbei, klickt auf dieses Plus, auf dieses jetzt folgen oder wie das heißt, damit ihr morgen am 17. Juli diese fucking geile Ankündigung nicht verpasst, wirklich seit so vielen Monaten warten wir darauf, es endlich sagen zu können. Das ist jetzt richtig gemein, dass wir euch das jetzt so sagen. Ja. Aber wenn die Folge jetzt schon nach dem 17. hört, dann wisst ihr es ja schon so indirekt auf Instagram. Das heißt, wenn ihr es nach dem 17. hört, dann geht es jetzt auf jeden Fall bei Instagram rein und checkt das ab. Und kann ja gleich so ein Reel posten zur Ankündigung. Also zu dem, sag mal, zum Trailer, nenn ich es mal. Ja, ja. Trailer. Klingt jetzt, wenn wir bei einem Film mit dabei wären. Naja, Leute, ihr wisst es ja nicht, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. Auf jeden Fall. Geht vor, und ich
wir haben es erst vor zwei, drei Tagen erfahren, dass wir es verkünden dürfen. Und wir freuen uns einfach so, weil ja, das kribbelt einem die ganze Zeit in einem und man wartet endlich darauf, wann man es mitteilen darf. Und es ist endlich soweit. Und es wird so cool und ja, das war es eigentlich in dieser Folge. Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Ja, das war sehr random, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen. Ja. Ja, komische Situation. Aber ich freue mich, weil nach dieser Unterkunft geht es nämlich auf die Skilly-Insel. Genau, also auf die umgebenden Inseln. Die sind richtig, richtig schön, die sind sehr klein. Schöne Sandstrände, schön schnorcheln. Also das ist so ein bisschen wie Paradise. Paradise. Da umrundet man eine Insel mit 40 Minuten Fahrrad, sag ich mal. Mit dem Fahrrad 40 Minuten meinst du, ja. Ja. Das wird so cool und das, ich glaube, jetzt fängt es erst an, richtig geil zu werden, weil jetzt die nächsten Tage sind so strikt durchgeplant und ich freue mich da so drauf, weil mir fehlt ja so irgendwie meine Struktur und so. Und jetzt freue ich mich jetzt, dass wir jetzt auch gleich. Ich habe gar nicht das Thema angehört mit Deutschland und so, weißt du? Was? Aber das erzählen wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen noch. Was? Ja, das ist unsere Zwillingssprache. Oder einfach nur. Undeutlich reden, dass es kein anderer versteht. Genau. Aber ich glaube, da müssen wir in unsere Podcast-Folgen anhören. Nein, wir versuchen, wir geben, also irgendwie, wir sind halt Menschen, wir reden oft sehr undeutlich, weil wir auch manchmal sehr schnell reden. Und es fällt uns dann manchmal schwer, das ja zu verbessern und zu unterdrücken. Deswegen entschuldigt uns und ich hoffe, ihr habt uns gut verstanden. Und wenn nicht, dann. Hört die Podcast-Folge nochmal an, dann versteht ihr es vielleicht. Genau, das ist die beste Lösung. Aber falls ihr verstanden habt, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Folgt uns gerne bei Instagram und TikTok. Und seid auf jeden Fall am Start wegen der Ankündigung. Und auf jeden Fall am Start in der nächsten Folge. Wegen der nächsten Folge, nochmal deutlich. Oh. Und ich würde sagen, wir fahren zu den Wasserfällen. Und die habt jetzt, oder die seht ihr wahrscheinlich sogar noch in unserer Story, wenn ihr jetzt bei Instagram reinschaut. Ansonsten auch in den Highlights. Weil ich glaube, es wird richtig, richtig schön. Ich glaube, wir müssen mal ein paar TikToks planen, die wir da drehen. Das machen wir jetzt und dann geht's dorthin und filmen und den wunderschönen Sonnenuntergang. Denn hier geht früh die Sonne unter, so 18 Uhr. Hast du nicht gerade gesagt Wasserfälle? Ah, nee, stimmt. Ja, Reisfelder meine ich natürlich. Ja. Ich habe das auch mit der Badesonne an, sie gar kein Bock, aber nee. Reisfelder meinte ich. Fahren wir zu den wunderschönen Reisfeldern und nehmen den Sonnenuntergang auf. Und warum klingt meine Stimme gerade so komisch? Naja, Fakt ist, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns, hören uns und sprechen uns. Und schaut bei Instagram vorbei, wenn ihr die Ankündigung direkt erfahren wollt. Geil.